Tigerentenclub is calling. Heute im Tigerentenclub. Fair Trade. Infos und Tipps für euch. Und Fair Play bei unseren Spielen. Und sie tun heute alles für eine perfekte Show. Er legt nur fair produzierte Musik auf. DJ Philipp. Er spielt immer nach den Regeln. Günther Kastenfrosch. Und sie achten darauf, dass heute niemand schummelt. Johannes und Mushta. Herzlich willkommen im Tigerentenclub. Ich habe direkt eine Frage an euch. Was hat dieser Fußball bei Mushta hier? Das T-Shirt und auch die Schminke. Was haben die gemeinsam? Die sind alle fair gehandelt, denn darum geht's heute. Das ist heute unser Thema. Wir reden über fair gehandelte Produkte, Lebensmittel und Kleidung, aber nicht nur das. Unser Gast verrät uns außerdem, wie kommt man dazu, Produkte zu kaufen, die so hergestellt wurden, dass andere nicht drunter leiden mussten. Jetzt freuen wir uns auf unsere Teams. Hier sind meine Frösche. Sie kommen vom Friedrich-Ebert-Gymnasium aus Mülheim. Ich sag Gude zu Dani, zu Lina und zu Leon. Meine Tigerenten oder auch Siegerenten kommen heute von der Einheitsschule aus Sellingenstadt in Hessen. Hier sind für euch Jaron, Louis und Marlene. Lisa, hallo, hallo. Willkommen im Tigerclub. Hi. Hallo. Hallöchen. Ach ja, viel Konfetti, schönes Thema heute. Es geht um Fairtrade, um fair gehandelte Kleidung, aber auch um Nahrung. Und jetzt geht's los mit dem Team Check. Spiel 1. Für euch zu Hause, natürlich auch für euch im Studio, jede Notbremse zählt, weil mit der Notbremse können unsere Teams die wilde Tigerente am Schluss kurz anhalten. Das heißt, die Reiter, jedem Team gibt es einen, die können durchschnaufen. Also, es ist super wichtig und für die Frösche sitzt Leon auf der wilden Tigerente. Leon, warum bist du für uns der perfekte Reiter? Ich turne sehr gerne, fahre jeden Tag Fahrrad, also fast jeden Tag. Und zu Hause spiele ich ganz oft Basketball. Turnen finde ich mega gut, weil ich das selbst nie konnte. Bist du so ein richtig guter Turner? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt fragen würde, Herr Leon, kannst du so ein Kunststück hier machen? Ja. Ja? Okay. Und was? Was willst du sehen? Also keine Ahnung, irgendwas Spektakuläres mit Überschlag? Salto? Oder Salto? Ja, sau gerne. Einfach, okay. Gut, dann Mathe haben wir hier. Perfekt. Leon, soll ich dir runterzählen? Machen wir alle zusammen. Ja, wir zählen runter und dann gibt es einen fetten Applaus, okay? Es geht los in 3, 2, 1, go! Wow! Wie mega cool war das denn? Wahnsinn! Ja, ich habe ein gutes Team, das schauen wir uns doch nochmal an. Slow Motion, Leon nimmt Anlauf. Was und zack! Bam! Aber wie lässig auch dabei, ne? Als wäre nichts gewesen. Ja, ich habe eben Salto gemacht. Nicht schlecht. Respekt. Marlene, du kannst andere Dinge gut. Welche sind das? Ich mache Leichtathletik und tanze gerade. Aha, das heißt, du bist tänzerisch unterwegs, du bist sportlich und handwerklich begabt. Ja, ich nähe auch. Aha, möchtest du später auch mal Schneiderin werden? Nee, ich möchte Autorin werden. Autorin? Was schreibst du denn für Geschichten am liebsten? Eigentlich unterschiedlich. Lustig, traurig, ja, genau. Gruselig. Alles Mögliche? Ja. Weißt du, was wir jetzt spielen? Nee. Ich verrate es dir. Es heißt fliegender Teppich. Hier vorne liegt nämlich euer magischer Teppich, auf den sich die Teams bitte gleich draufstellen, wenn es losgeht. Jetzt bitte die Frösche hier hinstellen, die Tigerenten hier hinstellen. Die Aufgabe ist es, diesen magischen Teppich auf die andere Seite zu drehen, nämlich auf diese helle Seite. Gibt aber ein kleines Problemchen. Warte, ich zeig dir, wie es geht. Einmal so. Ja, nee. Wieso? Also, man darf doch mit den Füßen nicht auf den Boden kommen. Ach ja, stimmt. Das ist ja das Schwierige. Das macht's ja auch. Ja, hast recht. Okay, so, also, Günther, du musst auch Platz machen. Zack. So. Verstanden? Verstanden. Es geht los in 3, 2, 1, go! So, wir müssen aufpassen. Nicht den Boden berühren. Vorsicht. Vorsicht. Ist nichts passiert. Achtung, Leon, Achtung. Und schneller, Tigerenten. Ausbreiten und stopp. Oh, bei den Fröschen. Ja, da wart ihr richtig gut. Was ist denn hier für ein Gemuschel passiert? Das ist magisches Kuddelmuddel. Das ist magisches Kuddelmuddel. Ist das ein Kunstwerk? Ja, das ist so ein Berg. Okay, alles klar. Ja, so soll es dann aussehen, wenn es richtig läuft. Das bedeutet Notbremse für die Tigerenten.
So, das war die erste Notbremse. Gehend verdientermaßen an euch Tigerenten, sehr gut gemacht. Aber es gibt noch so viele Notbremsen, die wir uns schnappen können. Unter anderem können auch eure Lehrer Gas geben. Und hier kommt euer Lehrer, hier ist Herr Krämer. Schönen guten Tag, willkommen hier im Club. Hi. Auch ihr habt jemanden mitgebracht, eure Lehrerin. Sie ist die Königin im Spiel und heißt Kim Fiel. Hi, schön, dass Sie da sind. Sie sind heute hier, weil es Spaß macht, weil Sie die Königin des Spiels sind und weil Sie natürlich für die gute Sache kämpfen. Sie spenden 600 oder 400 Euro an ein Kinderhilfsprojekt. Wohin geht denn Ihr Betrag? Das geht an das Projekt Hilfe für brandverletzte Kinder in Eritrea. Da gibt es immer wieder Kinder, die durch Kochen am offenen Feuer oder Nutzung von Öllampen Brandverletzungen leiden. Und da hat das Hammerforum ein Brandverletztenzentrum errichtet und da soll unsere Spende hingehen. Das finden wir großartig, dass Sie das unterstützen und dafür heute hier antreten. Und deshalb gibt es natürlich noch einen kleinen Glücksbringer. Dankeschön. Natürlich haben sich auch die Frösche ein tolles Projekt ausgesucht. Herr Krämer, wohin geht dann unser Geld? Also wir möchten gerne sammeln für ein Waisenhaus in Sana'a, das ist in Jemen. Und dem Land geht es durch den Krieg nicht gut und deswegen wollen wir den Kindern da einfach helfen. Tolles Projekt, dafür gibt es auch einen Glücksbringer, bitteschön, die Tigerente. Und jetzt haben wir genug gequatscht, wir kommen zu der Notbremse, die Sie erspielen können. Wir kommen zum Lehrer-Duell. Spiel 2. Es ist ja eigentlich unser Lieblingsspiel für Lehrer, oder? Es ist großartig. Eigentlich ist es ein absoluter Klassiker, nennt sich Apfelfischen. Frau Fiel, einmal diese, die Haare zubinden, Brille nehme ich Ihnen ab. Bezaubernde Bademütze, Duschmütze aufziehen. Toll, Herr Krämer. Ich finde, das ist Ihre Kamera übrigens. Muss man tragen, können Sie sehen bezaubernd aus. So, jetzt warten wir ab, wenn Frau Fiel hier gleich fertig ist. Oh, warte mal. Oh. Ja, das sind Bilder fürs Lehrerzimmer. Herrlich, so. Herrlich. Sehr gut, Applaus für unsere Lehrer jetzt schon. Du siehst auch toll aus, bist richtig schlau. Vielen Dank. Endlich mal schlau aussehen. Einmal im Leben wenigstens. Also 30 Sekunden haben Sie Zeit. Bitte Hände auf den Rücken und dann klar die Birne so tief ins Wasser wie geht. Die Äpfel rausfischen, mit dem Mund hier reinlegen. Am Ende gibt es Handtücher für Sie und es gewinnt der Lehrer, der die meisten Äpfel mit dem Mund herausfischt. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Nein, alles klar. Viel Spaß. Es geht los. In 3, 2, 1, go! So, 30 Sekunden haben Sie müssen richtig Zeit. Tief rein. Das ist so fies von dir. Ja, aber es funktioniert. Siehst du, das funktioniert. Jawohl, jawohl. Gleich war hier schon der erste. Oh, oh, jetzt läuft's. Jetzt habt ihr den Haken raus. Wir haben Halbzeit. Sehr gut, Herr Krämer. Sehr gut. 10 Sekunden noch. Jawohl, 4 Äpfel schon. Und 5. 4, 3, 2, 1. Vorbei. Stopp. Oh. Das ist für Sie. Wobei, bitte können Sie noch schön, einmal kurz in die Kamera lächeln? Das sieht so schön aus. Großartiger Einsatz. Also, bei den Tigerenten. 1. Oh, die hat sich aber Mühe gegeben. Guck mal, es fehlt überall ein Stück. 1, 2, 3, 4, 5 Äpfel. So. Und bei den Fröschen habe ich einen Apfel und hier habe ich einen halben, den hat der Krämer aufgegessen. Also wir haben nur 2. Frau Fiel hat wirklich alles gegeben, absolut verdient. 2. Notbremse für die Tigerenten. Super Einsatz, vielen Dank. Großartiger Einsatz. Spiel 3. So, wir kommen zum Froschhüpfen und für die Frösche tritt Dani an, die sich gut vorbereitet hat. Und Dani, du hast ein mega Hobby. Verrat uns doch mal, was ist das? Also, ich möchte später mal Detektivin werden. Detektivin? Und warum genau? Also, weil ich auch gerne Detektivbücher lese und die sehr spannend finde. Und ich spioniere gerne andere Leute aus. Also, bevor du Detektivin wirst, spielst du mit mir noch einmal Froschhüpfen? Ja. Dankeschön, das freut mich. Und da wirst du gegen Jaron antreten. Hast du Bock? Ja. Ich finde, das sieht man dir auch an. Das finde ich total gut. Verrat uns doch vorher noch mal deinen Berufswunsch. Ich möchte später einmal Paläontologe werden. Wie bitte was? Paläontologe. Was macht denn ein Paläontologe? Ein Paläontologe ist quasi ein Archäologe für Dinos. Ach so, und dann geht der auf Spurensuche und untersucht und forscht zum Thema Dinos. Ja. Aha, hast du meine Kette schon gesehen? Ein Tyrannosaurus. Ein T-Rex. Der soll dir Glück bringen beim Froschhüpfen. Also Konzentration, ihr zwei. Hier kommt eure Hüpfreihenfolge.
Jetzt dürft ihr euch auf das mittlere Feld stellen, beim ersten Ton loshüpfen. Wir drücken euch die Daumen. Das sah bei beiden auf jeden Fall sehr elegant aus. Die Frage ist, stimmte die Reihenfolge? Ja, Ron, wie lief's für dich? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, über 5 Punkte sollte ich haben. Oh, das wäre richtig gut. Wir haben schon 2 Notbremsen. Ich würde den Fröschen sogar eine gönnen, aber noch mehr würde ich natürlich uns die Dritte gönnen. Vielen Dank, danke schön. Ja. Wir schauen mal da drüben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nein! 10. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Ja, das ist richtig gut. Ja! Ja, Ron, Wahnsinn! 10 Richtige, das haben wir wirklich selten hier. Glückwunsch. Ganz großen Respekt. Freust dich, ne? Ja. Ja, zu Recht. Perfekte Runde bei den Tigerenten, aber wir haben auch noch eine Chance. Wie ist es bei uns gelaufen? Ich glaube nur 4 oder 5. Nur 4 oder 5, wir warten es mal ab. Guck mal, da vorne ist dein Ergebnis und alle Frösche zählen mit. 1, 2, 3, 4, 5. Super. 5 Richtige, aber das ist die Hälfte, das ist auch richtig gut, okay? Ja, Ron, hast du vielleicht so einen kleinen Freudentanz am Start? Bäm, das ist unsere Notbremse! Dani, hast du super gemacht. Gut gemacht. Mit deinem Team. Ich habe hier eine Tafel Schokolade. Und das hier ist nicht irgendeine Schokolade, die ist fair gehandelt. Und was das bedeutet und wie wir alle die Welt ein bisschen besser damit machen können, das verrät uns unser Gast heute, Lisa Sophie Laurent. Hey Leute und herzlich willkommen. Ich habe wieder mal ein Experiment für euch. Ich möchte heute gerne mal mit euch über das Thema fair produzierte Kleidung sprechen. Bei Lisa dreht sich alles um Umwelt, Fairtrade und vieles mehr. Bei vielen Themen denkt sie sich, wow, 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 okay. Und schaut genauer hin. Sie achtet ganz genau darauf, dass was sie kauft auch fair produziert ist. Heute zeigt sie euch, wie ihr faire Schokolade und Kleidung bekommt. Bei uns im Tigerentenclub. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Wir reden mit ihr über faire Schokolade, über Banane, über Tee, über diesen Fußball und natürlich über Klamotten. Hier ist für euch Lisa Sophie Laurent. Hey, schön, dass Hallo. Du da bist. Grüß dich. Herzlich willkommen in unserer fairen Kulisse. Hallo, Günther. Günther freut sich sehr. Du bist Journalistin und YouTuberin und wir wollen mit dir heute über fair gehandelte Produkte sprechen. So, wir fangen mal hier vorne an, das ist Schokolade. Ich habe es gerade schon gesagt, die ist fair gehandelt. Was genau heißt das eigentlich, Fairtrade? Genau, Fairtrade oder fair gehandelt, wie du schon gesagt hast, das bedeutet, dass alle Leute, die daran beteiligt waren, dass diese Schokolade hergestellt wird, eben gerecht dafür bezahlt werden. Okay, und vielleicht kannst du uns einmal ein paar Beispiele zeigen. Was gibt es für Produkte, die ich als Fairtrade kaufen kann? Schokolade hatten wir jetzt schon. Genau, also es gibt alle möglichen. Die Schokolade haben wir hier. Da drüben habe ich gesehen, habt ihr Bananen und Tee stehen, die auch fair produziert wurden. Mhm. Und hier geht es dann... Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Weiter mit dem Fußball, ja. Bei dem Fußball ist es nämlich tatsächlich so, die werden häufig von Hand genäht. Und manchmal ist es auch so, dass tatsächlich auch Kinder dafür arbeiten. Und unter Fairtrade-Bedingungen passiert das eben nicht. Okay, und dann haben wir noch die Textilien hier drüben. Genau, das ist ein fair genähtes T-Shirt und Make-up haben wir auch. Mit unserem Tigerenten-Fair-Trade-Logo, wie wir sehen können, ziemlich cool. Wie bist du denn überhaupt zu dem Thema gekommen? Also bei mir ist es so, dass ich mich schon länger so mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetze. Und irgendwann dachte ich mir, die Sachen, die ich haben möchte, die sollen nachhaltig produziert sein. Und ich möchte eben auch, dass niemand dafür leiden muss. Okay, das heißt, du beschäftigst dich viel mit dem Thema, aber ist es nicht total schwer, sich im Alltag mit dem Thema zu befassen und zu sagen, okay, ich achte jetzt darauf, dass alles Fairtrade ist, was ich benutze und kaufe? Ja, also am Anfang war das ganz schön unübersichtlich. Ich muss mich da auch erst so ein bisschen einlesen und schlau machen, aber ich habe dann einfach bei einer Sache angefangen. Bei mir waren das die Klamotten und dann nach und nach eben mich weiter informiert. Mittlerweile bist du eine richtige Expertin und hast auch vor einigen Jahren eine Doku für Funk gedreht, die Reporter, und daraus schauen wir uns mal ein paar Bilder an und vielleicht verrätst du uns, was du da alles gelernt hast.
Genau, hier wühle ich mich gerade durch die Siegel. Das gibt nämlich ganz schön viele, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Und hier bin ich jetzt in einem Laden unterwegs und alle Klamotten, die ihr da seht, die wurden eben fair hergestellt. Das heißt, genau das, was wir besprochen haben, alle Leute, die daran beteiligt waren, dass diese Klamotten entstanden sind, die sind eben auch dafür ganz fair und ordentlich bezahlt worden. Aber warum gibt es denn so viele verschiedene Labels? Warum gibt es nicht einfach nur eins, was sagt, hey, das ist jetzt Fairtrade? Ja, so genau weiß ich das auch nicht. Ich würde es mir wünschen, dass es das geben würde, aber leider ist das noch nicht vereinheitlicht worden. Okay, aber ein paar dieser Siegel, die möchten wir einmal zeigen. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, was dahinter steckt. Wir fangen mal mit diesem hier an. Das kennen wir, glaube ich, aus dem Supermarkt. Genau, das ist das bekannteste, das Fairtrade-Logo. Erstmal muss ich noch sagen, also alle Logos, die wir uns jetzt hier anschauen, keines von denen ist so zu 100% perfekt. Ach so. Genau, aber bei dem hier ist es zum Beispiel so, dass wenn das irgendwo drauf ist, das ist von einer Organisation, die sich eben einsetzt dafür, dass die Leute fair bezahlt werden, dann bedeutet das schon mal, dass von diesem Produkt mindestens 20% der Inhalte müssen fair produziert sein. Also nicht 100? Nicht 100, genau. Also okay. Es ist noch kein Zeichen dafür, dass eben alles fair ist. Mhm. Wie sieht es mit diesem Siegel aus? Genau, dieses Siegel hier, das kommt von der GEPA. Das ist ein Unternehmen, die eben fair produzierte Produkte im Angebot haben. Und das gilt auch tatsächlich nur für deren Produkte, dieses Siegel. Das sind 50% der Inhaltsstoffe. Das hier habe ich auch schon mal gesehen. Ich glaube, es ist relativ neu. Genau, das kommt jetzt von der Bundesregierung. Das ist der grüne Knopf und da geht es eben speziell um Klamotten. Allerdings ist es auch da so, nur weil dieser grüne Knopf drauf ist, heißt das noch nicht, es ist zu 100% fair. Sondern das heißt aber zumindest schon mal, dass so ein paar Schritte in der Produktionskette eben fair sind. So ein Siegel ist also keine Garantie dafür, dass es allen Menschen, die an der Herstellung beteiligt waren, unbedingt gut geht. Genau, aber es ist zumindest schon mal ein guter Anfang. Okay, das klingt gut. Es gibt sehr viel mehr Siegel. Wir haben es gerade schon in deinem Beitrag gesehen. Wenn ihr mal eine Übersicht haben wollt, welche Siegel es gibt und was die bedeuten, dann geht doch mal auf tigerentlob.de. Wir haben da eine kleine Zusammenfassung für euch. Und Lisa, was ich ja oft erlebe, ist, dass die Produkte, die fair hergestellt wurden, sind auch etwas teurer. Also zum Beispiel die Fairtrade-Schokolade ist einfach etwas teurer als andere Schokolade, kann sich auch nicht jeder leisten. Ja, das stimmt. Deswegen ist es auch immer ganz wichtig, dazu zu sagen, so bei dem Thema Fairtrade, ist es auch schon mal schön, wenn man zum Beispiel an einer Ecke anfängt und sagt, die Schokolade, das ist so eine Sache, da gebe ich mal ein bisschen mehr Geld dafür aus. Aber es muss nicht direkt alles sein, was man sich kauft. Okay, also nicht das Komplettprogramm, Kleidung, genau. Ernährung und so weiter und so fort. Wenn man irgendwo im kleinen Bereich anfängt, hilft das auch schon was. Auf jeden Fall. Wie es bei so einer Fairtrade-Produktion hergeht, das wollen wir uns mal anschauen. Und vielleicht kannst du uns verraten, was für Bilder wir hier sehen. Genau. Das Erste, was wir hier sehen, das sind Bilder aus Südamerika. Da werden gerade Bananen gehandelt und die wurden eben fair angebaut. Hier sehen wir gerade eben die Bauern, die das gemeinschaftlich ernten. Also das macht auch niemand von denen alleine, sondern die haben sich eben zusammengetan, um da gemeinsam zu arbeiten. Und das Zweite hier jetzt, das ist im afrikanischen Land. Und hier werden jetzt gerade Kakaobohnen geerntet, die dann eben später auch verwendet werden, um Schokolade herzustellen. Würdest du denn sagen, bei Produkten, die aus anderen Ländern kommen, ist es besonders wichtig, auf ein Fairtrade-Siegel zu achten? Ja, also in anderen Ländern ist es häufig so, dass eben die Arbeitsstandards nicht so sind, wie das jetzt zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Und deswegen ist es wichtiger, da dann drauf zu achten, als zum Beispiel bei einem Apfel oder anderen Produkten, die halt irgendwo nebenan angebaut wurden. Und wie ist das bei Lisa als Privatperson? Als Journalistin befasst du dich sehr viel mit dem Thema. Ja. Und wenn du jetzt Freitag einkaufen gehst fürs Wochenende, landen wirklich nur fair gehandelte Produkte in deinem Einkaufskorb? Nee, also bei mir ist das auch nicht so. Es gibt einige Sachen, auf die ich achte. Und gerade das, was ich gerade eben erzählt habe, so mit den regionalen Produkten, da muss ich jetzt nicht so drauf achten, eben mehr bei den Sachen, die von weit weg kommen. Es klingt tatsächlich komplizierter, als es ist, habe ich manchmal das Gefühl, oder? Absolut. Wir lernen nachher noch, wie Schokolade fair hergestellt wird. Du bleibst auch noch ein bisschen bei uns, Lisa. Ja. Vielen Dank. Jetzt sind aber erstmal wieder die Tigenten und Frösche dran. Spiel 4. Wir spielen Lattenknaller. Also, da fliegt ein Ball über den Bildschirm. Unsere Teams können den Torhüter steuern. Genau, liebe Frösche, liebe Tigerenten, wenn ihr richtig laut schreit, dann fliegt der Torhüter nach oben. Genau. Und wenn ihr ein bisschen leiser werdet, dann bewegt er sich wieder nach unten. Ihr habt 60 Sekunden Zeit, so viele Tore wie möglich zu schießen. Und es geht los. In 3, 2, 1, go! Rutscht. 3:0 für die Tigerenten, das gefällt mir sehr gut. 3:0, Wahnsinn. Komm schon, Frosch, ihr schafft das noch. 40 Sekunden. Gut gehalten. Und Vorsicht, jawoll. Achtung, Achtung, Achtung. Ball wunderbar gehalten. Und das vierte Tor. Komm
Horizontfrösche. Wir haben noch einen Ehrentreffer, gut. 20 Sekunden sind es noch. Oha, Johannes, es wird knapp für euch. Achtung. Yes, sehr gut. 10 Sekunden noch. Schöne Parade der Frösche. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, vorbei. Ein ziemlich eindeutiges Ergebnis. Mann, diese Mann, Notbremse Mann. Geht an die Tiger-Dann! Also, ich würde dir heute mal ein Angebot machen. Ich würde dir ein Angebot machen. Ja, ich höre. Ihr habt jetzt 4 Notbremsen. Ja. Ich würde mich bereit erklären, wenn wir sagen, okay, an der Stelle ist vorbei. Es gibt ein Unentschieden heute im Tigerinnen-Club. Und lass wir einigen uns ganz auf ein Unentschieden. Kurz überlegen. Nein, weiter geht's mit dem Tigerinnen-Clubstar. Spiel 5. Gut, gibt's halt kein Unentschieden. Wir vergeben die nächste Notbremse beim Clubstar. Es geht um den Gesang. Den bewertet der Computer und Performance. Darum kümmert sich DJ Philipp. Philipp, guten Hallo. Tag. Hallihallo. Wir freuen uns auf Lina. Sie hat sich einen Song von Christina Stürmer ausgesucht. Und zwar Millionen Lichter, Philipp. Was willst du auf diesem Stern gleich sehen? Also, Millionen Lichter ist ja so eine neue Schlagernummer, genauso wie Helene Fischer eben mit ihrem Atemlos. Und da geht es einfach immer nur um gute Laune. Ja, ab nach vorne irgendwie volle Power. Und das möchte ich natürlich sehen. Ich glaube, das kann sie. Sie hat immer gute Laune und grinst gerne. Hier ist Lina. Lina hat ihre Tänzerin mitgebracht und sie hat ein großes Vorbild, das so heißt wie sie. Darüber sprechen wir gleich. Jetzt steht sie auf unserer Bühne. Lina, sei unser Clubstar. Als wäre dein Kopf ein Karussell. Und alles dreht sich irgendwie zu schnell. Die Straßen sind leer und du bist es auch. Als wäre das Leben, das hier einmal war, verbraucht, als ob dort in der Ferne ein weiterer Stern wäre, der wie du so einsam scheint. Doch da sind weit über 1000, denen geht es genauso. Du bist nicht allein, da sind Millionen Lichter in der Welt. Milliarden Farben, sie leuchten so hell. Millionen Lichter über der Stadt, sie bringen uns sicher durch die Nacht. Da sind Millionen Lichter, siehst du sie nicht? Millionen Gesichter, wie du und ich, wie du und ich. Lina von den Fröschen, tolle Auftritt, hast du super gemacht. Mädels, toll getanzt. Also du bist auf jeden Fall mein kleines Licht hier in der Sendung, echt. Toller Auftritt hier und ich sag dir auch gleich die Punkte. Fetten Applaus für dich, 3 Punkte für Lina. Dein Vorbild heißt so wie du. Wer ist denn dein Vorbild? Lina Larissa Strahl. Hey, die war schon im Tigerinnen-Club ein paar Mal. Und wisst ihr was? Ihr habt was gemeinsam. Du strahlst genauso schön wie sie. Aber wir müssen noch die Tigerinnen abwarten, okay? Wir hören jetzt gleich Louis. Er hat sich den Song I Don't Care von Ed Sheeran und Justin Bieber ausgesucht. Und ich glaube, die Nummer ist ganz schön schwer, oder DJ Philipp? Absolut. Also ich finde, Englisch zu singen und dann in diesem Tempo, wie es im Endeffekt da gerappt wird, so halb Rap, halb Gesang, ist ganz schön schwierig. Aber es ist eine richtig coole Nummer, um sich zu bewegen. Es ist so Urban-Hip-Hop-lastig, poppig, modern, aber gleichzeitig auch noch dieser Reggaeton-Beat ist bam, badam, bam, bam. Also da gibt es auf jeden Fall genügend Optionen, eine coole Show hinzulegen. Wir freuen uns sehr auf seinen Auftritt. Hier ist für euch Louis! Gleich verrät er uns, was seine Hobbys sind, aber vorher freuen wir uns auf seinen Auftritt. Viel Spaß, Louis, sei unser Clubstar. I'm on the party, I don't wanna be here. And I don't even wear a suit and tie, yeah. Wondering if I could sneak up the back. Nobody's even looking me in my eyes. Then you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love it, did I ever tell ya? You make it better like that. Don't think I fit in it.
got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody who wants to fit in anyway. 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Yeah, you're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, 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 ooh. 'Cause I don't care long as you're just over there. You can take me anywhere. Yeah, you're making me feel like I'm loved by somebody. Tänzerinnen, super gemacht. Kommt mal an meine Seite, Louis. Hier ein fettes High Five für dich. Du hast dir gerade nicht einen, nicht zwei, nicht drei, sondern 4 Punkte ersungen, Louis. Herzlichen Glückwunsch. Du warst, guck mal, so knapp vor der 5. Siehst du das? Da fehlte wirklich nur ein Millimeter. Ah, wäre der Song ein bisschen länger gewesen, hättest du auf jeden Fall die 5 geknackt. Also ich bin schon ein bisschen verliebt jetzt, deswegen ist gut, dass es keine Punkte von mir gibt. Ich wäre total parteiisch, aber verrat uns doch mal, möchtest du später Sänger werden? Auf jeden Fall, weil ich habe schon die ganzen berühmten Sänger gesehen und das war so eine schöne Stimme. Ich wollte auf jeden Fall auch so sein wie sie. Wen magst du denn besonders gerne? Ja, Ed Sheeran, auf jeden Fall. Hat Shape of You rausgebracht, das war richtig. Und dann ging es ab durch die Decke. Ja. Das hast du auch vor? Ja, auf jeden Fall. Aber du hast dir überlegt, nur ein berühmter Sänger werden reicht mir nicht. Ich habe noch ein zweites Hobby. Ich werde ein Basketballsänger, ein singender Basketballer. Wie cool ist das denn? Denn ich liebe Basketball und auch Singen. Es ist so eine Hälfte von meinem Leben ist Basketball, eine Hälfte von meinem Leben ist Singen. Also es ist schwer, mich zu entscheiden. Also, wer ist denn beim Basketball ein großes Vorbild? Also auf jeden Fall Stephen Curry. Mhm. Er ist witzig, aber auch ein sehr guter Basketballspieler. Ja, gut. Wir vertiefen das Ganze nicht weiter, denn wir wollen ja Notbremsen sammeln und Punkte. Und deswegen fragen wir jetzt mal DJ Philipp, was er zu euren beiden tollen Auftritten sagt. Wow, ich bin vollkommen begeistert. Zwei richtig coole Auftritte. Ich fange bei euch an, Lina. Ey, du strahltest so, als du auf diesem Stern standest. Du hast am Anfang mit in der Performance getanzt. Dann hast du deine eigene Choreografie gemacht. Du warst richtig in it. Ja, also ich habe es dir wirklich angesehen und ich habe es dir sowas von abgenommen. Und deine Mädels im Hintergrund haben so eine coole Performance gemacht. Ihr wart überall auf der Bühne, ihr seid hin und her, coole Figuren. Also ganz, ganz toll. Dafür muss ich euch auf jeden Fall volle Punktzahl geben. 5 Punkte für euch. Boah, volle Punktzahl für die Frösche. So, weiter geht's mit den Tigern. Luis, wie du hingebungsvoll da schmachtest, auch wie du irgendwie rüberkommst. Du bist ein ganz sicherer Typ, du hast immer einen coolen Spruch. Ich finde, du bist einfach ein super Kerl. Bleib genau dabei, was du dir vorgenommen hast. Und deine Mädels im Hintergrund, auch eine richtig coole Performance. Mir hat so ein bisschen die gesamte Bühne gefehlt, aber ihr habt eine coole Choreo gehabt, die war super einstudiert. Aber dennoch fand ich so ein bisschen die Frosch-Performance ein kleines bisschen besser deshalb, aber trotzdem 4 richtig coole Punkte. Vielen Dank, DJ Philipp. Zwei richtig starke Teams. Zählen wir zusammen. Absolut. Also bei den Fröschen haben wir 8 Punkte. Und bei den Tigerenten haben wir auch 8 Punkte. Das bedeutet 2 Notbremsen. Jawohl. Zwei richtig starke Teams. Louis und Lina. Guter Auftritt. Klasse Auftritt. Und ich muss auch sagen, das ist die erste Notbremse der Frösche. Es sei euch sowas von gegönnt. Das hier sind Kakaobohnen und daraus wird Schokolade gemacht. Und ich esse Schokolade besonders gerne, wenn sie fair gehandelt ist. Aber bis aus Kakao eine Tafel Schokolade wird, ist das ein weiter Weg, der aber sehr, sehr spannend ist. Und deswegen schauen wir uns den mal an. Ich will Schokolade. Ja, ich will so gerne Schokolade. Jede gute Schokolade startet mit Bohnen. Ganz, ganz viele Kakaobohnen. Die sind klein und braun und riechen bitter. Die Bohnen werden erstmal gereinigt und kommen durch dieses Rohr in eine Röstmaschine. Da werden sie bis zu 165 Grad erhitzt. Herr Schling schaut ganz genau dabei zu. Er ist Qualitätsmanager. Er achtet darauf, dass die Produktion immer richtig läuft. Die Schokoladenfabrik hier in Herford verarbeitet nur fair gehandelte Bohnen. Also uns ist vor allem wichtig, dass die Leute im Ursprung, die unseren Kakao herstellen, entsprechend fair bezahlt werden und auch wirklich Spaß daran haben, weiterhin Kakao anzubauen, weil ohne Kakao keine Schokolade. Und dann werden die gerösteten Bohnen zerkleinert. Das passiert in dieser Maschine. Da kommt auch die Schale weg. Raus kommen sogenannte Nibs.
Von ungeröstet zu geröstet zu Nips. Die Nips werden immer mehr zerkleinert und erhitzt, bis sie flüssige Kakaomasse sind. Das passiert in dieser Maschine. Sieht zwar lecker aus, ist aber noch ziemlich bitter. Da fehlt noch was. So, hier haben wir unseren Mischer. Hier werden die Kakaos verschiedener Ursprünge vermischt mit unserem Milchpulver und unserem Zucker. Das sind im Prinzip die Hauptzutaten, die ich für eine Herstellung einer normalen Schokolade brauche. Die gemischte Masse ist noch ein bisschen grob und kommt deswegen in eine Walze. Und noch eine Walze, die das Ganze mehr und mehr zerkleinert. Und zum Schluss geht's in die Conchiermaschine. Da kommen die letzten Zutaten rein. Die Maschine knetet, lüftet und mischt, mischt, mischt. Nach ziemlich viel Zerkleinern, Erhitzen und Mischen ist die Schokolade dann bereit und kann abgefüllt werden. Die flüssige Schokomasse, hier noch mit Mandeln, kommt in viele kleine Förmchen. Das Ganze muss jetzt noch abkühlen und dann... fertig! Fehlt nur noch die Verpackung für die faire Schokolade. Das geht ziemlich flott. Gut 10.000 Tafeln pro Stunde. Na dann, muss sie ja nur noch gegessen werden. So wird also Schokolade hergestellt. Fairtrade-Schokolade ist ja gar nicht so ein großer Unterschied zur normalen Schokolade. Das stimmt. Also eigentlich läuft das relativ gleich, die Herstellung, die hier so stattfindet. Aber wo eben die Zutaten, zum Beispiel die Kakaobohnen herkommen, das ist der Unterschied. Das heißt, wenn ich hier für eine Tafel Schokolade 1,50 Euro ausgebe zum Beispiel, was kommt dann da bei den Menschen, die Kakao produzieren, vor Ort überhaupt an? Also es sind nicht die kompletten 1,50, weil die Schokolade ja doch einen weiten Weg geht, aber ein gewisser Teil davon kommt dort an. Der geht allerdings nicht unbedingt direkt an den einzelnen Bauern, der vielleicht die Kakaobohnen dafür geerntet hat, sondern eben an die Gemeinschaft der Bauern, die dort zusammenarbeiten. Und die können dann entscheiden, wofür die das einsetzen. Okay, das heißt, ein Teil des Geldes, der geht tatsächlich zu den Bauern vor Ort, aber dann muss natürlich die Schokolade auch transportiert werden und die ganzen Werbekosten, also nur ein kleiner Teil, geht wahrscheinlich dann in das Land, das es auch produziert. Genau. Okay, vielen, vielen Dank für die Erklärung, wie faire Schokolade hergestellt wird. Wir brauchen dich jetzt noch, ja? Denn jetzt geht's um die kleinen grauen Zellen. Wir kommen zum Wiss. Quiz. Genau. Spiel 6. Ich hätte gerne für meine Frösche eine Notbremse. Wir haben aktuell nämlich nur eine. Aber kein Wunschkonzert, sondern Wiss-Quiz. Stimmt. Unsere Teams werfen auf die Videowand Tigerenten auf Tigerenten-Symbole, Frösche auf Frosch-Symbole. Also werfen ist eine Sache. Dann gibt es Fragen. Und wenn ihr die nicht wisst, gibt es auch noch Joker. Genau, Lehrer-Joker, nämlich einen pro Mannschaft. Erst wenn der gezogen wird, dürfen sie ihre Antwort nennen. Vorher dürfen sie leider nicht helfen. Und es gibt Besserwisser-Kinder. Wenn die Mannschaften etwas einloggen und ihr sagt, nee, das stimmt nicht, kommt nach vorne gerannt sofort und haut auf den Buzzer. So, und ihr dürft anfangen, liebe Frösche, denn ihr liegt noch hinten. Leon, kein Zeitdruck, Konzentration, dein erster Wurf für die Frösche. Ach, so will ich das sehen. Locker lässig auf das 30-Punkte-Feld. Und wir fangen gleich mal mit einer Schokoladenfrage an. Wo wurde schon vor mehr als 3000 Jahren ein Getränk mit Kakao getrunken? In Afrika, B in Amerika oder C in Australien? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Weil es eigentlich ein Ich habe mir jetzt auch gedacht. Afrika? Afrika. Wir locken Afrika ein. Okay. Dann loggen wir Afrika ein, verzichten auf den Lehrer-Joker. Also das Hauptabbaugebiet ist in Afrika, aber die Pflanze stammt aus Süd- und Mittelamerika. Also Amerika wäre richtig gewesen. Mist. Weiter geht's mit den Tigerenten und Luis ist unser Werfer. Boah, voll auf die 30 und... Viele Fußbälle werden in Pakistan hergestellt. Einige Millionen Stück nähen Näherinnen und Näher jedes Jahr dort zusammen. Und es gibt auch Bälle mit Fairtrade-Siegel, die von dort kommen. Und die Frage ist, wie sehen die Stücke aus? Also hier ist die Frage, welche Form haben die Stücke, aus denen die meisten Fußbälle genäht werden? Sind die fünfeckig, dreieckig oder rund? Fünfeckig. Ja, ich glaube... Fünfeckig. Okay, wir nehmen A, fünfeckig. Also, wir loggen ein A, fünfeckig. Und es sind auf jeden Fall Ecken. C ist schon mal falsch. Und an der Zahl 1, 2, 3, 4, 5 Stück ist richtig. 30 Punkte für die Tigerenten.
Die Tigerenten füllen mit 30 Punkten. Leon, dein nächster Wurf. Ach, selbst nicht angreifen. Ein bisschen zu niedrig, dann dürfen die Tigerenten wieder. Luis ist wieder dran und schnappt sich den Ball. Jawohl, ja! Es geht um 30 Punkte und der nächste Film, der führt uns nach Afrika. In Ghana in Westafrika machen Handwerker auf diesem Schrottplatz Nützliches aus Elektroschrott und Altmetall. Es gibt Spezialisten für Computer und sogar für Fitnessgeräte. Joseph macht Töpfe aus geschmolzenem Altmetall. In einem Holzrahmen stellt er eine Form mit einem Loch im Deckel her. Sie wird auf eine etwas kleinere Form gestülpt, die aussieht wie der umgekehrte Topf. In das Loch wird dann das heiße, flüssige Metall gegossen. Es füllt den Hohlraum zwischen den zwei Formen. Ein bisschen später ist der Topf fertig, die Gussform zerbröselt. Und das ist die Frage, woraus ist diese Form für den Topf? Hier nochmal eure Frage. Woraus besteht die Form für den Topf hauptsächlich? A. Aus Metallstaub, B. Aus Sand oder C. Aus Kunststoff? Kann nicht sein. Ihr müsst gar nicht flüstern, ihr könnt euch laut beraten. Sand kann nicht sein. Nein, Sand. Nein. Kunststoff. 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 Ja. Sie können Stoff. Aber er könnte es machen, weil da gibt es ja auch genug Altmetall. Wie sieht's aus, Tigerenten? Metallstaub, nee. Kunststoff. Okay, wir nehmen Kunststoff, C. Wir nehmen Kunststoff und die Frage lautet, woraus besteht die Form für den Topf? Und da kommt gleich. Bleibt ruhig beide hier, kommt doch mal zu mir. Hi, wer seid ihr zwei? Hallo, wer sind Sie? Paul. Paul, komm doch ruhig mal einen Schritt ran. Und wer bist du? Ich bin Benediktus. Benediktus, du hast als erstes auf den Buzzer gehauen. Ja. Was sagst du denn? Ich würde A sagen, weil die haben ja überall Elektroschrott. Ich glaube nicht, dass sie da Sand benutzen, weil Sand habe ich da nicht gesehen. Und Kunststoff. Wie können sie auf einem Schrottplatz Kunststoff bekommen? Das ist unlogisch. Okay, und was sagst du? Ich sag Sand, weil Metallstaub, das ist ja im Grunde genommen aus demselben Material wie die Töpfe auch. Das halte ich für ziemlich unlogisch. Und das Kunststoff würde bei der Hitze von Metall einfach wegschmelzen. Okay. Jetzt da ist Sand für mich und normalerweise benutzt man auch zum Schmieden und Gießen Sand. Okay, und was mache ich jetzt mit zwei Besserwisser-Kindern? Ich glaube, dass... Der gebuzzert hat, okay. Glaube ich. Dann vielen Dank auf jeden Fall für die Erklärung. Du darfst dich schon mal setzen und du kommst einen Schritt zu mir. Ja. Wir loggen also ein A, den Metallstaub. Ja. Gut. Und ich sag's euch, Kunststoff würde schmelzen. Ja. Das war schon mal falsch, das hättet ihr gerade eingeloggt. Und Sand ist das Richtige. Metall schmilzt auch. Oh, weil es hier genauso heißt. Es tut mir so leid, aber Sand wäre richtig gewesen. Sorry, Paul. Du hättest schneller buzzern müssen. Keine Punkte für die Tigerenten. Mann, ey, das war spannend. Super spannend, aber ihr führt hier immer noch. Ihr habt immer noch 30 Punkte und vielleicht holen wir uns jetzt ein paar Punkte, Leon. Leg los. Oh, sehr schön. Das Feld ist getroffen worden und hier ist eure Frage. Es geht um Gänse. Na, zufriedene Gänse machen eine Menge Krach. Sie haben ständig etwas zu schnattern. Sie brauchen viel Auslauf und Gelegenheit zu baden. Gegen Wasser und Kälte schützt sie ihr dichtes Federkleid. Als Unterwäsche, die besonders gut wärmt, tragen sie auf der Haut sehr feine Federn. Die werden schon seit Jahrhunderten von Menschen gesammelt, um Kissen und Kleidung damit zu füllen. Leider werden sie auch lebenden Vögeln ausgerupft. Doch jetzt zur Frage. Wie heißen die Unterfedern der Vögel? Wie heißen diese Unterfedern? Daunen, Pflaumen oder C? Schaumen. Daunen. Ja, also Schaumen und Pflaumen habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht, aber Daunen schon. Daunen. Ja. Was sagt ihr ein, Dani? A. Daunen. Okay. Lina sagt, es ist Daunen. Nein. Lina hat die volle Verantwortung. Was machen wir? Ja. Weil wir sind uns alle drei einig, dass wir also Pflaumen und Schaum noch nie so gehört haben, aber Daunen schon. Also tragen alle die Verantwortung für diese Antwort. Ja. Sehr gut. Dann loggen wir A ein. Daunen. Das wären ganz wichtige 30 Punkte, weil dann wäre es mal ein Gleichstand. Und die Antwort ist richtig, Freunde. Ja! 30 Punkte. Gott sei Dank. Jetzt werfen wieder die Tigerenten und Luis ist am Ball. Jawohl, es steht 30 zu 30, vielleicht ändert sich das gleich. Wir kühlen uns jetzt erstmal eine Runde ab, nämlich am Polarmeer.
Urlaub kann auch in kalten und windigen Gegenden sehr schön sein. Wenn neugierige Pinguine zur Begrüßung kommen zum Beispiel. Der nächste Landgang gilt einer großen Seelöwenkolonie mit vielen Jungtieren auf einer Auckland-Insel. Viele Mütter sind unterwegs, um Fische für die hungrigen Jungen zu fangen. Hier sind die Kleinen sicher, denn auf dieser Insel gibt es keine Raubtiere. Und da kommt die Frage: Welcher Kontinent ist in der Nähe dieser Inseln? Liebe Tigerenten, hier ist die Frage nochmal: Welcher Kontinent ist in der Nähe dieser Inseln, die wir gerade gesehen haben? A. Antarktika, B. Asien oder C. Europa? Ja, C. oder Europa, das hatten wir doch in Erdkunde. Polarmeer, da wo die Polare sind. Ja, aber ist denn Asien nicht näher? Asien? Nein, Asien ist zu klein. Ihr müsst gar nicht feststellen. Was glaubt ihr? Europa? Europa, glaube ich. Europa? Das hatten wir in Erdkunde. Ja, Europa. Weißt du noch, oder? Europa, ja. Sollen wir? Okay, wir nehmen C, Europa. Ja? Ja. Okay, doch. Dann loggen wir ein. C, Europa. Wir haben immer noch einen Lehrer-Joker. Den heben wir uns auf für die nächsten Fragen. Und das liegt doch näher, oder? Wir haben gerade ein paar bestimmte Tiere gesehen in dem Film. Habt ihr die gesehen? Welche Tiere waren das? Robben und Kaiser. Und die kommen Pinguine. Die Pinguine. Ah, ja, die, das war der entscheidende Hinweis. Ja. Was wäre es gewesen? Antarktika. Richtig, leider keine Punkte. Antarktika wäre es gewesen. Jetzt haben die Frösche tatsächlich die Chance, in Führung zu gehen. Leon, Konzentration, dein Wurf. Ja. Liebe Tigerenten, das ist unsere Chance. Luis ist am Ball. Jawohl. Schön. Diesmal schaffen wir es. Diesmal schaffen wir es. Ja. Diesmal schaffen wir es, ist das Motto. Alles klar. Genau. Spinnen und Insekten kann man einfach unterscheiden an der Zahl ihrer Beine. Spinnen haben 8, Insekten 6. Aber es gibt noch mehr Unterschiede. Und um eine davon geht es in dieser Frage. Spinnen haben keine A, Flügel, B, Giftdrüsen oder C, Außenskelette. Außenskelette? Spinnen haben keine Flügel. Was sind Außenskelette? Außenskelette. Spinnen haben einen Panzer. Ja, stimmt, die haben einen Panzer. Ja, ein Außenskelett. Genau. Es ist ein Flügel. Ja. Spinnen haben keine Flügel. Habt ihr schon mal eine Fliegenspinne gesehen? Wir nehmen A, Flügel. Spinnen können nicht fliegen. Denn Spinnen können nicht fliegen? Genau. Spinnen können halt nicht fliegen. Sie haben Außenskelette. Die können vielleicht springen, aber nicht fliegen. Sollen wir einloggen? Ja. Flügel haben sie nicht. Hoffentlich läuft es diesmal besser. Ja. Ich weiß, dass es gut läuft. Also, sehr viele Insekten haben sie, aber Spinnen haben sie tatsächlich nie. Flügel! Ist richtig! Endlich! Mann, Mann, Mann! Aber wir haben noch einen Wurf jetzt. Leon, komm. Na also, du kannst das doch. Gut geworfen und bei der Frage machen wir einen Ausflug nach Südamerika. In über 2000 Meter Höhe, in den peruanischen Anden, stehen die Ruinen einer alten Inka-Stadt. Viele Forscher glauben, dass die ganze Stadt ein Heiligtum war, in dem Priester, Handwerker und Bauern lebten. Die Inka sahen in vielen Naturerscheinungen Gottheiten. Als höchsten Gott verehrten sie Inti, der sie beschützte und ihnen Licht und Wärme schenkte. Und das ist die Frage. Welche Naturerscheinung haben die Inka als Gott Inti verehrt? Welche Naturerscheinung haben die Inka als Gott Inti verehrt? Venus? Sonne? Oder C, Feuer? Ist das ein Fall für einen Lehrer-Joker oder? Wollen wir den Lehrer-Joker nehmen? Was machen wir, Lina? Wir nehmen den Lehrer-Joker. Ja, ganz sicher? Ja. Okay, also wir haben keinen Plan und geben die Frage weiter an Herrn Krämer. Welche Naturerscheinungen haben die Inka als Gott der Inti verehrt? Venus, Sonne, Feuer? Also ich würde schätzen die Sonne, aber sicher weiß ich es auch nicht. Also Sonne würde ich einloggen. Sonne? Was der Lehrer sagt, wird eingeloggt. Machen wir auch B. Und Inti ist der Gott der Sonne. Ja! Mann, war das spannend. Boah. Die Zeit ist abgelaufen. Beide Mannschaften haben alles gegeben. Es hat Gleichstand 60-60. Das heißt, zwei Notbremsen. Yes. Das ist Team 1. Gut gemacht. Beide Teams waren super. Wir
sprechen heute über fair gehandelte und produzierte Lebensmittel, unter anderem über Schokolade. Aber Fairtrade ist auch ein Riesenthema bei Kleidung. Und das hat auch Günther Kastenfrosch herausgefunden, denn er war shoppen für dich, Lisa. Hier ist unser Günther. Günther, das ist dein Laufschnick. Zeig uns, was du kannst. Diese Farbkombination von Günther, dunkle Hose, blaues Oberteil, steht ihm ausgezeichnet. Absolut. Und dann auch noch dieses Skinny-Modell der Hose. Und schmeichelt vor allem der Froschwampe hier vorne. Schmeichelt hier total. Aber die Frage ist ja, hast du es geschafft? Dein Auftrag war ja, fair einzukaufen, also fair gehandelte Kleidungsstücke. Ja. Bist du ein Fairtrade-Frosch? Ja, glaubst du, du hast es geschafft? Wir lassen Lisa mal kontrollieren, ob das wirklich stimmt. Magst du mal nachschauen? Ja, wir machen mal einen kleinen Check hier bei Günther. So, Günther, ich gucke mal kurz, was deine Hose denn sagt, siegelmäßig. Hier ist nämlich was drin. Da ist ein Schildchen, da steht Made In. Aber das ist das Einzige, was ich hier sehe. Also da ist kein Fairtrade-Logo noch zusätzlich. Deswegen, es tut mir leid, Günther, ich muss dich jetzt enttäuschen. Die Hose ist tatsächlich nicht fair produziert. Oha. Muss ich denn bei diesen Etiketten irgendwie auf das Land achten? Gibt es da Unterschiede? Oder darf ich gar nichts kaufen, wo drauf steht Made in China, Made in Bangladesch? Nee, also auch bei den Ländern ist es so, dass es da Sachen gibt, die dort eben fair produziert wurden. Dann ist es nur wichtig, dass du eben guckst, ob noch zusätzlich ein weiteres Siegel mit dabei ist, dass das bestätigt. Was mich aber wundert, ist, dass Günther gesagt hat, er hat bei der Hose extra viel ausgegeben. Also er hat wirklich Markenkleidung gekauft. Das heißt offensichtlich aber nicht zwangsläufig Fairtrade. Ja, leider nicht. Also der Preis, der sagt da nicht wirklich was drüber aus. Also auch teure Sachen können leider nicht fair produziert sein. Okay, dann lass uns doch mal die Jacke überprüfen. Hose ist schon durchgefallen. Vielleicht haben wir beim Oberteil mehr Glück. Eine Chance haben wir noch, Günther. Zeig doch mal, was du hier hast. Schau mal, Lisa. Hier ist doch noch was. Guck mal, da sehe ich das doch hier direkt. Da steht Fairtrade drauf. Das heißt, bei der Jacke hast du auf jeden Fall alles richtig gemacht, Günther. Sehr gut. Was für ein Tipp für Günther, wenn er einkauft, wie er darauf achten kann, dass er wirklich nur fair gehandelt und produzierte Kleidung einkauft? Ja, super gemacht. Ja. Also Günther kann auf jeden Fall auf die Siegel achten und zusätzlich dazu gibt es auch noch Apps, die man benutzen kann, mit denen man dann zum Beispiel einfach einscannen kann, die Codes, die damit dort sind und wo das dann auch draufsteht, wo die Sachen herkommen. Da vielleicht dir mein Smartphone, weil du hast ja noch keins, Günther. Okay, dann können wir das gemeinsam scannen und nachschauen. Vielen, vielen Dank, Lisa. Sehr, sehr cool. Ja. Viel gelernt heute. Jetzt sind aber wieder die Tigerenten und Frösche dran. Der Kampf um die Notbremsen geht weiter. Wir kommen zum Team Duell. Spiel 7. Wir spielen mit den Dominosteinen und zwar mit diesen hier. Die müssen nämlich aufgebaut werden von unseren Tigerenten und Fröschen. Und zwar ein Dominostein nach dem anderen. Idealerweise kommt man, wenn man alle verbaut hat, beim Muster an. Genau, hier hinten endet die ganze Reihe dann. Und wenn dieser Stein umfliegt, wird ein wunderschöner Konfettiregen, oh, mein Herz, ausgelöst. Das machen natürlich die Tigerenten und Frösche und dann gibt es die nächste Notbremse. Genau, es geht los in 3, 2, 1, go! Los geht's, Frösche, los, Tigerenten, anfeuern! Kommt, Frösche, anfeuern! Oh, der darf nicht umfallen. Oh, die Frösche bauen sehr großzügig. Die dürfen nicht umfallen, die dürfen nicht umfallen. Alle Steine müssen verbaut werden. Eieiei. Die Tiger haben noch 3 Steine, die Frösche haben noch 4 Steine. Da ist einer umgefallen. Die Frösche haben noch einen Stein. So. Nein, nein, nein. Ihr habt den Stein noch. Ihr müsst da aufheben. Tigerenten, go, 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 go. Aufbauen, aufbauen! Und? Ja! Oh, das gibt's doch gar nicht! Yippie! Gewonnen! Diese Notbremse geht also ganz eindeutig an die Tigerenten! Das ist damit auch schon die 7. für das gelbe Team und wir schauen nochmal rein in unsere Highlights vom Dominospiel. Da sehen wir das nochmal. Oh Mann, das war so viel, ey! Beide Teams sind bei euch gleich auf eigentlich und plötzlich, weiß ich, irgendwie, wir hatten einen Stein die ganze Zeit noch. Ach Mensch, ich dachte, ihr habt das Ding gewonnen und dann, boom, Konfetti bei den Tigerenten. Wir haben vor allem nur 2 Notbremsen. Es macht nichts, Johannes, weißt du was? Was denn? Wir haben nur noch die Lehrer. Das stimmt, wir kommen zum Lehrer-Check. Ey. Spiel 8. Es geht um die letzte Notbremse vorm großen Finale. Wir sind beim Lehrercheck. Herr Krämer, hier kommt Ihre erste Frage. Es geht um 10 Punkte.
Wie heißt der Trend, bei dem man aus gebrauchten Gegenständen etwas Neues entwirft? New Making, Trash Using oder C, Upcycling? Also, Wissen jetzt nicht unbedingt, aber ich würde mal schätzen, am ehesten ist es wahrscheinlich Upcycling von Recycling, Trash, also Trash Using könnte ich mir auch vorstellen, aber ich würde einloggen, C, Upcycling. Dann loggen wir C ein. Das ist richtig! 10 Punkte über die Flasche! Weiter geht's mit Frau Viel und die holt jetzt hoffentlich 10 Punkte bei dieser Frage. Ich möchte von Ihnen wissen, wie nennt man Leggings, die wie Jeans aussehen? Sind das A. Chinos, B. Jeggings oder C. Jogging Blues? Jogging Blues sagt mir gar nichts, deswegen nehme ich Jeggings. B. Loggen wir ein. Und das ist richtig! 10 Punkte! Es bleibt spannend. Wir steigen ein in die zweite Fragerunde. Dieses Mal geht es um 20 Punkte. Hier ist Frage Nummer 2 für Herrn Krämer. Wie nennt sich Mats Hummels in seinen Social-Media-Kanälen? Nennt er sich Außenriss 15, Steilpass 91 oder Lattenknaller 05? Also auch da muss ich überlegen. Ich meine, als Abwehrspieler ist er eher für Steilpässe als für Lattenknaller oder für den Außenrisspass bekannt. Deswegen wahrscheinlich B, Steilpass 91, würde ich einloggen. Steilpass 91. Er hat ja eine tolle Spieleröffnung, muss die Steilpässe schlagen. Aber seine Rückennummer ist die 15. Also A wäre es gewesen. Damit haben wir nach wie vor einen Punktegleichstand. Das könnte sich gleich ändern, denn ich hätte 20 Punkte für Frau Viel, wenn Sie diese Frage richtig beantworten. Es geht um Handball. Welche Karte kann der Schiedsrichter beim Handball nicht ziehen? Eine rote, eine blaue oder eine grüne Karte? Das weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, rote Karte kann man eigentlich immer ziehen. Ich würde sagen, eine grüne Karte kann er nicht ziehen. C. Okay, das loggen wir ein. Grün wie die Frösche ist richtig geraten. 20 Punkte. Mensch, das läuft ja hier schon wieder. Letzte und entscheidende Fragerunde. Es geht um 30 Punkte. Herr Krämer, ich zähle auf Sie. Hier ist Ihre dritte Frage. Wem schreibt Plüschhase Felix Briefe aus der Buchreihe Briefe von Felix? Und die schreibt er von seinen weiten Reisen. A. Sina, B. Selina oder C. Sophie? Kenne ich leider nicht, muss ich gestehen. Dann raten Sie einfach, das kriegen Sie hin. Ja, also Sina und Selina klingen sehr ähnlich. Ich setze mal auf Sophie C. Dann loggen wir das ein. Ich guck mal zu den Fröschen, die machen schon alle so, ja, 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 ja. Richtige Antwort, 30 Punkte. Und damit kurzzeitige Führung. Jawohl, es bleibt spannend, denn ich hätte noch 30 Punkte für Frau Viel bei dieser Frage. Bisher haben Sie ja souverän immer richtig geraten. Ich hoffe, das klappt diesmal auch. Es geht um eine Kika-Serie. Hier ist Ihre Frage. Wie heißt der Bauernhof aus der Kika-Serie Kleiner roter Traktor? Die Tigerenten lachen. A. Gösselhof, B. Rüsselhof oder C. Nesselhof. Also warum hier gerade so aufhört, also müssen wir gleich erklären. Meine Schüler sind so aufgeregt, weil am Mittwoch haben mir meine Schüler Fragen ausgedacht und genau diese Frage war dabei. Aber nein, das war auch gar nicht. Deswegen wäre es jetzt sehr schlimm, wenn ich es nicht weiß. Das wäre wirklich peinlich. Ich hoffe, ich weiß es noch richtig. Ich bin der Meinung, ich hoffe, das war es auch, dass es A. der Gösselhof war. Wir loggen es ein und so viel Glück kann man gar nicht haben. Liebe Tigerenten, alles richtig gemacht, gut vorbereitet. Ah, natürlich ist das richtig. 30 Punkte für Frau Viel. Das bedeutet, unser Lehrercheck ist entschieden. Frau Viel, Notbremse für die Tigerenten. Wir werfen einen Blick auf den Notbremsenstand und haben 8 Notbremsen bei den Tigerenten und 2 Notbremsen bei den Fröschen. Also die Tigerenten, die haben einen richtig krassen Vorsprung, aber mal gucken, wie es ausgeht. Wir kommen zum großen Finale, dem wilden Ritt auf der Tigerente. Spiel 9.
Oh Mann, Marlene, ihr habt euch so gut geschlagen bisher. 8 Notbremsen, das ist der Hammer. Aber das heißt ja noch nicht, dass man gewonnen hat. Was ist deine Strategie? Ich versuche so lange, wie es geht, mich festzuhalten. Das klingt nach einer sehr sinnvollen Strategie. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Möchtest du noch schnell einen Gruß loswerden? Ja, ich grüße meine Familie, meine Freunde und meine Klasse. Sehr schön. Alle drücken dir die Daumen, Marlene. Hab ganz viel Spaß und bleib sitzen. Leon sitzt bei den Fröschen bereit. Leon, willst du noch jemanden grüßen? Ja, also meine Familie, meine Freunde und halt alle, die mich begleiten hier. Leon, ich weiß, die Tiger haben einen großen Vorsprung. Trotzdem, ich sag dir, es gab Sendungen, da war der Vorsprung so groß und trotzdem hat es die Mannschaft mit den weniger Notbremsen geschafft, okay? Glaub an dich, du wirst angefeuert und hol alles raus. Für euch nochmal die Spielregeln. Bitte auf gar keinen Fall mit beiden Händen festhalten. Eure Teams setzen die Notbremsen ein. Und wenn da oben das Lämpchen angeht, dann ist der Ritt vorbei, weil sich vielleicht jemand mit zwei Händen festgehalten hat. So, dann geht's los. In 3, 2, 1, go! Leon, Leon, Leon! Oh Mann, ist das spannend! Boah, 8 Notbremsen sind richtig viel. Ja, das ist echt krass. Aber beide sitzen total super fest im Sattel. Sehr gute Halter und die Tiger. Und Marlene gönnt sich schon mal die erste Notbremse. Ja, sie hat ja schließlich genug davon. Kann man auch benutzen. Die Frösche müssen ein bisschen mehr aufs Risiko spielen jetzt. Und natürlich müssen die Frösche auch ein bisschen auf Fehler bei den Tigern. Toll, 6 Stück haben wir immer noch. Alles easy. Aber die Frösche haben eine Tank. Sie wissen natürlich, ihr muss länger durchhalten. Anfeuern, Leute! Wir haben immer noch 5 Notbremsen. Alles cool. Oh, das war jetzt schon richtig. 4. Leon, Leon! Festhalten! Leon, du schaffst das! Oh! Komm auf! Leon, du hast so lange durchgehalten! Leon, Lina, Dani, kommt mal nach vorne! Die Tiergarten feiern völlig zu Recht. Aber ich würde dir was sagen, das war ein super Ritt. Du hast so viele Notbremsen aufgeholt. Und Frösche, ihr wart so eine coole Mannschaft heute. Macht mal Lärm, für die Frösche gibt es heute den Silberpokal. Liebe Tigerenten, Louis, Jaron, Marlene, kommt mal zu mir. Was für eine tolle Mannschaft. 8 Notbremsen und am Ende dann der Sieg. High Five für dich, High Five für dich und natürlich auch für dich. Und das Wichtigste, der Goldpokal. Glückwunsch! Verdiente Sieger heute im Tigerentenclub. Und jetzt, Frösche, legt mal die Hände auf diesen Buzzer. Alle Frösche drehen sich mal um und sagen Tschüss, Herr Krämer! 3, 2, 1, go! Da kann man doch wieder strahlen, oder? So macht Spaß! Wir sagen Danke fürs Einschalten und wir sagen Danke an unseren Gast, an Lisa. Wir haben gequatscht über faire Kleidung, über faire Lebensmittel. Natürlich gibt es auch eine Tigerente als Dankeschön. Danke. Bitteschön. Dankeschön. Dankeschön, Lisa. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Wir werden noch